Seid gegrüßt, liebe Leute, von der Woken Bubble aktuell attackiert, weil ich gesagt habe, dass wir nett miteinander umgehen sollten und Leute nicht als transfeindlich verleumden sollten, die eben nicht transfeindlich sind. Ein wunderbares Beispiel hierfür liefert der rechtspopulistische YouTuber Sinans Woche. Nein, Spaß beiseite, Sinan ist ein total netter, zentristischer YouTuber, oder er sagt, er ist im vorpolitischen Raum, also er ordnet sich nicht mal einem politischen Lager zu, der sehr vernünftige Sachen sagt. Und er hat ein Video zu Tessa Ganserer gemacht. Und Tessa Ganserer, die darf man ja nicht kritisieren, die darf man nicht mehr erwähnen, wenn man die erwähnt und sagt, ja, Leute, wir sollten schon über dieses Thema sachlich diskutieren und wir sollten nicht Leute als transfeindlich verleumden. Sobald du den Namen Tessa Ganserer erwähnst, dann bist du selber transfeindlich. So habe ich das erfahren. Also diese Woke Bubble, die ist wirklich komplett durchgedreht. Naja, schauen wir uns mal an, was der gute Sinan über Tessa Ganserer zu sagen hat. Schwierige Zeiten. Diese Woche möchte ich mal über etwas komplett anderes sprechen. Und zwar über das Thema Transgender. Ein zum Teil sehr emotionales Thema, bei dem man auch wieder viele verschiedene Seiten betrachten kann und auch muss. Also viel Spaß. Sinans Woche. Die Nachrichten. Letzte Woche hat die böse AfD im Bundestag mal wieder für Empörung gesorgt. Diesmal in Form einer Rede von Beatrix von Storch. Die Schlagzeilen hatten es in sich. Beatrix von Storch beleidigt Abgeordnete. Sie empört. Es sei eine menschenverachtende Rede gewesen. Starke Worte und für mich der Anlass, mal genauer hinzuschauen. Um was geht es? Um was ist genau passiert? Es geht um das Thema Transgender. Was heißt Transgender überhaupt? Ein Artikel des Bayerischen Rundfunks formuliert es so: Als Transgender bezeichnet man Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Also einfaches Beispiel: Ich, Sinan, wurde als Junge geboren. Wenn ich jetzt aber irgendwann feststelle, dass ich mich nicht als Mann, sondern stattdessen als Frau identifiziere und fortan als Frau lebe, dann wäre ich eine Transfrau. Da ich mich aber mit meinem männlichen Geschlecht soweit ganz wohl fühle, bin ich ein Cis-Mann. Also ein Mann, der mit seinem zugewiesenen Geschlecht bei der Geburt gut klarkommt. Man muss nicht Psychologie studiert haben, um nachvollziehen zu können, dass das Cis-Leben vermutlich wesentlich entspannter ist als das Trans-Leben. Als Cis-Mann oder Frau kann ich mich mit meinem Geschlecht ja identifizieren und dadurch gibt es natürlich erstmal keinen inneren Konflikt. Ich sehe wie ein Mann aus, die Gesellschaft akzeptiert mich als Mann, ich fühle mich als Mann, alles ziemlich easy. Als Transmensch sieht das natürlich anders aus. So kann es sein, dass eine Person biologisch, optisch und gesellschaftlich zwar als Mann identifiziert wird, sie sich aber innerlich als Frau fühlt. Das muss man dann erstmal selbst verstehen, verarbeiten. Und wenn man sich dann entscheidet, seine geschlechtliche Identität zu ändern, dann ist das ziemlich sicher kein einfacher Schritt. Da gehört viel Mut und Überwindung zu. Die restliche Bevölkerung kann diesen Schritt natürlich einfacher machen, indem sie signalisiert: Ey, keine Sorge, du kannst dich frei entfalten, sei ein Mann oder eine Frau. Hauptsache, du fühlst dich wohl, wir verurteilen dich nicht. Auf der zwischenmenschlichen Ebene gibt's dazu eigentlich nichts mehr zu sagen. Akzeptieren wir Menschen doch einfach so, wie sie sind. Doch wie kam es jetzt zu... Ja, das würde ich zu 100% unterschreiben. Wie Transfeinde das halt so machen. Also akzeptieren wir Menschen so, wie sie sind und seien wir nett zueinander. Dieser typisch transfeindliche Take. Großen Eklat im Bundestag. Dazu müssen wir uns die Personalie Tessa Ganserer einmal genauer anschauen. Sie ist Abgeordnete für die Grünen im Bundestag und ist eine Transfrau. Das heißt, geboren wurde sie als Markus Ganserer, also ein Mann, und hat dann im Laufe ihres Lebens gespürt, dass sie sich eher als Frau identifiziert. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass sie 2013 Ines Eichmüller geheiratet hat, die erst nach der Hochzeit von Tessas Transidentität erfahren hat. Da war Tessa bereits 36 Jahre alt.
Es hat also 36 Jahre oder sogar noch länger gedauert, bis Tessa den Mut gefunden hat, ihre Transidentität ihrer Partnerin und der Öffentlichkeit gegenüber zu offenbaren. 36 Jahre lang hat sie als Mann gelebt, obwohl sie, wie sie selbst sagt, schon immer gespürt hat, dass sie eigentlich kein Mann ist. Wie ich sagte, dies bei sich selbst zu erkennen, zu akzeptieren und dann in der Öffentlichkeit auch noch dazu zu stehen, boah, das ist sicherlich nicht einfach. Und genau da... Liebe Leute in meinem Chat, bitte blacklistet keine Leute und sollte irgendwer geblacklistet sein, dann nehmt das mal bitte wieder zurück. Ansonsten muss ich hier wirklich einige Leute entmodden. Vielleicht habe ich hier wirklich einige Leute zu Mods gemacht, die das nicht sein sollten. Da sollten alle Cis-Menschen, also Menschen, die wie ich einfach happy sind mit ihrem zugewiesenen Geschlecht, einfach mal eine Sekunde in sich gehen und verstehen, wie schwer es für Transmenschen auf dieser Welt ist. Daher mein dringender Appell, sind wir doch so nett und machen es unseren Mitmenschen leichter und akzeptieren sie so, wie sie sind. Wir verlieren dadurch ja nichts. Doch was genau hat Beatrix von Storch jetzt eigentlich Menschenverachtendes gesagt? Wir hören mal in ihre Rede. Sie behaupten, das Geschlecht hat mit Biologie nichts zu tun und jeder kann sich sein Geschlecht irgendwie selbst bestimmen. Das Selbstbestimmungsgesetz kommt dann hier demnächst auch in diesem Theater. Wir warten schon mit Freude drauf. Männer brechen Rekorde im Frauenschwimmen, Männer in der Damenumkleide, Sexualverbrecher im Frauengefängnis, weil sie sich gerade als Frauen fühlen. Der Bundestag liefert ein gutes Beispiel. Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt, dann ist das völlig... Die grünen Abgeordneten ausrasten. Ich sage ja, man sollte dieses Thema nicht politisieren. Wenn man das politisiert, dann führt das nur zu solchen unnötigen Kulturkämpfen. In Ordnung. Es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Frau von Storch lehnt also Frau Ganserers Transidentität ab und sagt, biologisch und juristisch sei sie keine Frau, sondern ein Mann. Biologisch und juristisch hat Frau von Storch damit sogar recht. Zumindest noch. Davon aber mal abgesehen, könnte Frau von Storch dem Wunsch von Frau Ganserer, sie als Frau anzuerkennen, natürlich trotzdem nachkommen. Sie nicht Markus, sondern Tessa zu nennen und weibliche Pronomen zu verwenden, wäre doch nett und respektvoll. Aber Leute, wir reden hier immer noch von Frau von Storch. Was erwartet ihr? Ja, genau das habe ich auch gesagt. Es ist unhöflich, was Beatrix von Storch macht. Es ist nicht transfeindlich, es ist unhöflich. Es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt sagst, Beatrix von Storch sieht Transmenschen als Gruppe, die weniger wert ist als normale Menschen. Oder Beatrix von Storch ist einfach unhöflich zu anderen Menschen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Was seid ihr denn von der? Seit wann fällt die denn durch enorme Nettigkeit und Respekt auf? Wenn man Frau von Storch fragen würde, ob ich, Sinan Kurtulusch, ein echter Deutscher bin, würde sie dies vermutlich ebenfalls ablehnen. Sorry, Sinan, du bist kein Bio-Deutscher. Ist diese Ablehnung einer Transfrau jetzt menschenverachtend? Ich persönlich finde, nein. Es ist halt typisch asozial AfD, was auch einfach keine neue Erkenntnis ist. Ob man sich da jetzt immer wieder dran abarbeiten muss, ich denke, das bringt nichts. Aber wir hören mal weiter, was Frau von Storch noch so zu sagen hat. Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht und hier als Frau geführt wird, ist das schlicht rechtswidrig. Ich bin Markus Ganserer aber für zwei Dinge dankbar. Erstens, weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist. Und weil er zweitens die Frauenquote final ad absurdum geführt hat. Ja, das war die skandalöse, für manche menschenverachtende Rede von Beatrix von Storch. Die Medien, Twitter und Instagram sind daraufhin kurz... Skandalöse, für manche menschenverachtende. Also wenn die Wokies das hier sehen würden, dann würden sie Sinan... Obwohl, sie haben ihn ja schon gecancelt. Also... Ungefähr. Zeitig mal wieder explodiert. Ganz viele Emotionen und noch mehr Empörung.
Anstatt sich aber darüber aufzuregen, dass sich eine asoziale AfDlerin asozial verhält, könnte man doch mal der Frage nachgehen, wie sieht es denn jetzt rechtlich aus? Ist Tessa Ganserer auch vor dem Gesetz eine Frau? Unterscheidet unsere Justiz überhaupt zwischen Männern und Frauen? Wie schwer oder einfach ist es, seine geschlechtliche... Deswegen schickt den ganzen Brocken-Streamer doch mal das Video von Persia X oder das hier von Sinan. Oder wo ist Sinan, mögen sie nicht. Schickt ihnen das doch von Persia X. Dann können sie da mal drauf reagieren. Und mal gespannt zu sagen, also was für Allies das sind, wenn die einer Betroffenen nicht zuhören. Mal in dieser identitären Brocken-Logik zu bleiben. Die Identität zu ändern. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich meine Freundin Heide angefragt. Sie ist Juristin und kann hier etwas Klarheit schaffen. Natürlich hassen die Persia X, weil Persia X ihrer Ideologie widerspricht. Und da ist es völlig egal, ob sie betroffen ist oder nicht. Also deswegen. Aber dadurch geben sie ja zu, dass ihnen die Opfergruppen egal sind. Damit kann man ihre Ideologie mehr oder weniger entzaubern. Deswegen, schickt ihr dann mal das Video von Persia X. Ich bin gespannt, wie die darauf reagieren. Ich meine, das kann man ja in deren Chat mal ganz kurz ansprechen, bevor man gebannt wird. Nachdem man erwähnt wird, dass Lexi, ich und Proletopia Neitan ein Gespräch angeboten haben. Ich habe auch noch daran ein Gespräch angeboten. Das könnt ihr diesen ganzen Broken-Streamern ruhig mal schreiben, wenn ihr da noch nicht gebannt seid. Schönen guten Tag, liebe Heide. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein paar juristische Fragen zu klären. Ich möchte keine Zeit verlieren und fange direkt mal mit meiner ersten Frage an. Wie sieht's aus? Unterscheidet unsere Justiz eigentlich zwischen Mann und Frau oder sind wir doch alle vor dem Gesetz gleich? Ich glaube, hier brauche ich ein bisschen deine Hilfe. Ja, vielen Dank für die Frage und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Erstmal vorab ein kleiner juristischer Disclaimer. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ansichten in der Juristerei. Und man kann hier also keine fixe Aussage treffen. Ja, typisch Jurist, habe ich verstanden. Das ist, was jeder Jurist mir immer sagt. Ich sage dir jetzt die Antwort, aber ne, viel drauf geben darf ich nicht. Nein, trotzdem. Dann erklär uns mal, wie sieht's denn aus? Mann und Frau, unterscheidet man da irgendwie in der Justiz? Oder wie sieht's da überhaupt aus? Ja, also man kann schon sagen, dass unterschieden wird. Zum Beispiel beim Personenstandgesetz. Das ist gerade bei Tessa Ganser ja ein Fall, dass sie selber den Personenstand nicht hat ändern lassen und deswegen bei ihr beispielsweise im Personalausweis noch männlich drin steht. Also allein das zeigt ja schon, wir schreiben es ja irgendwo auf. Wir schreiben es zumindest in den Personalausweis, da steht männlich oder weiblich. Das heißt, irgendwie interessiert sich Vater Staat dafür, was wir sind. Es ist nicht egal. Zwei Dinge, ich glaube, das reicht von dem Gespräch auch. Schaut euch gerne das ganze Video von Sinan an, wenn euch das interessiert. Wir müssen heute Abend nicht noch zu lange machen. Wir wollten ja nur über den Fall Tessa hier aufgeklärt werden. Da war die Aussage ganz klar, sie hat ihren Personenstand noch nicht ändern lassen. Sie ist also juristisch ein Mann. Das ist eine Tatsache. Das ist jetzt keine Meinungsäußerung, das ist eine Tatsache. Unterscheiden muss. Rein menschlich ist die Sache im Grunde relativ einfach. Tessa fühlt sich als Frau, möchte aussehen wie eine Frau, möchte nicht mehr Markus heißen, sondern Tessa und möchte gern, dass man weibliche Pronomen benutzt. Und jeder Mensch mit etwas Respekt und Anstand kann und sollte diesen Wunsch natürlich erfüllen. Keine Frage. Juristisch ist die Sache nicht ganz so einfach. Wir haben gesehen, das Transsexuellengesetz gibt grundsätzlich die Möglichkeit, seine geschlechtliche Identität zu ändern. Doch schaut man sich das Prozedere im Detail an, dann merkt man schnell, so richtig würdevoll ist das nicht. Und dass Tessa Ganserer diesen Schritt bisher ablehnt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz gibt es derzeit einen Entwurf, der das Transsexuellengesetz ersetzen könnte. Und nein, das heißt nicht, dass... Daniele ganz weiß. Ich glaube, da musst du noch ein ER weglassen. Sich jeder von uns je nach Tagesform männlich oder weiblich identifizieren. Ja, das ist ganz interessant. Also dieses Transsexuellengesetz, das gibt es seit 1981 und niemand hat es groß gestört. Erst seitdem dieses Thema durch irgendwelche Breitparaden, durch diese Dauerthematisierung der Grünen, durch diese Woken, seitdem das erst so überall zum Dauerthema geworden ist, wird darüber so viel geredet. Also fällt euch was auf. Dadurch, dass die Woken so eine diskursive Hegemonie erreicht haben, werden wir damit bombardiert, obwohl es das Thema schon sehr, sehr viel länger gab.
Und niemanden hat es jemals gestört. Also das sage ich auch immer wieder, die Betroffenen sind ja nicht das Problem. Das Problem ist die Woke-Ideologie, die die Betroffenen missbraucht, um uns noch ganz andere Punkte zu verkaufen. Also diese Gender-Ideologie von Judith Butler. Kann. Der Schritt, seine geschlechtliche Identität zu ändern, wäre dann nach wie vor mit einem Termin beim Standesamt verknüpft. Auch das Hin- und Wieder-Zurückwechseln der geschlechtlichen Identität wäre nicht ganz so einfach möglich, wie es Frau von Storch gerne suggeriert. Wir haben ja gesehen, bei der Auslegung von Gesetzen wird manchmal zwischen Mann und Frau unterschieden. Und wenn wir zwischen Mann und Frau unterscheiden, dann muss natürlich auch klar definiert sein, wer ein Mann und wer eine Frau ist. Mit einem Selbstbestimmungsgesetz könnte dann jeder selber entscheiden, was er sein möchte. Wären damit dann endlich alle Probleme vom Tisch? Beatrix von Storch bringt diesbezüglich folgende Argumente gegen ein Selbstbestimmungsgesetz. Männer brechen Rekorde im Frauenschwimmen, Männer in der Damenumkleide, Sexualverbrecher im Frauengefängnis, weil sie sich gerade als Frauen fühlen. Männer brechen dann also Rekorde im Frauenschwimmen. Hat Frau von Storch hier recht? Könnte ein Selbstbestimmungsgesetz solche Fälle produzieren? Schauen wir uns dazu mal folgendes Bild an. Kennt ihr diese Person? Gewinner im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen 1976. Ein absoluter Spitzensportler. Hat sich durchgesetzt gegenüber der Konkurrenz. War der beste Zehnkämpfer der Männer. Das ist, beziehungsweise war, Bruce Jenner. Heute bekannt als Caitlyn Jenner. Überraschung, Caitlyn Jenner ist eine Transfrau. Stellen wir uns vor, 1976 hätte es bereits ein Selbstbestimmungsgesetz gegeben und Bruce Jenner wäre damals schon Caitlyn Jenner geworden. Wäre sie dann rechtlich gesehen zu 100% eine Frau? Hätte sie dann im Wettkampf der Frauen starten dürfen? Falls ja, dann wären es wohl noch ein paar mehr Medaillen geworden. Nichts für ungut, liebe Frauen, aber ich habe mal nachgeschaut. Mit diesen Ergebnissen hätte Bruce Jenner damals nicht nur den Zehnkampf gewonnen, er hätte bei den Frauen auch in fast allen Einzeldisziplinen den Weltrekord aufgestellt. Die geschlechtliche Identität kann dem... Was? So, als würde es biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen geben und als wären Geschlechter nicht bloß ein soziales Konstrukt. Scheint fast so. ...nach natürlich nicht als einziges Bewertungskriterium herangezogen werden, wenn es darum geht, Männer oder Frauen zu definieren. Männer und Frauen unterscheiden sich nun mal und das tun sie auch dann noch, wenn sie ihre geschlechtliche Identität auf dem Papier verändern lassen. Hat Frau von Storch also recht? Nein, nicht wirklich. Denn in den allermeisten Alltagssituationen spielt die unterschiedliche Biologie zwischen Männern und Frauen gar keine Rolle. In der normalen Lebenswirklichkeit ist tatsächlich viel wichtiger, wie sich ein Mensch selbst fühlt und nicht, ob er gerade mehr Testosteron oder Östrogen im Blut hat. Hinzu kommt, dass der Anteil Menschen in der Bevölkerung, die sich als transgeschlechtlich betrachten, je nach Quelle und Umfrage bei unter 1% liegt. Und von diesen unter 1% sind auch wieder nur ein Bruchteil Sportler oder forcieren gar eine Karriere als Profisportler an. Ja, aber bei den Profisportlern, das ist dann ja schon die Spitze entscheidend. Das heißt, da reichen einige wenige, die gute Leistungen bringen, um auf die vordersten Plätze zu kommen. Und selbst wenn eine Transfrau wie Caitlyn... Ich meine, bei Profisportlern, da interessiert einen ja nicht, wer landet auf Platz 200, sondern wer landet auf Platz 1, 2 und 3. Wenn sie sich entscheidet, Spitzensportler zu werden, heißt das ja noch lange nicht, dass sie automatisch als Frau antreten darf. Nur weil man ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringt, heißt das ja nicht, dass ab dann gar keine anderen Regeln mehr gelten dürfen. Das heißt, was Frau von Storch hier an Argumenten anführt, hat zwar einen wahren Kern, wird dann aber von ihr absichtlich völlig übertrieben. Das ist halt Populismus. Das macht sie, um zum einen die eigenen Reihen in Stimmung zu bringen und die Gegenfraktion zu unüberlegten emotionalen Ausbrüchen zu provozieren. Für mich ist klar, wir brauchen für all das hier eine gute und faire Lösung. Auf der einen Seite soll sich natürlich jeder so entfalten können, wie er oder sie es mag. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, dass abgesehen vom eingetragenen Geschlecht Chancengleichheit zwischen den Menschen herrscht.
Es ist eben nicht alles so einfach, wie es die Trans-Community manchmal darstellt. Vor allem muss ich leider auch erwähnen, dass die Trans-Community zum Teil alles andere als tolerant und aufgeschlossen ist. Doch dazu... Ah. Sag bloß. Später mehr. Sinans Wort. Dazu später mehr. Ja, ja, ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz. Das ist wirklich ein schöner Schlusssatz. Ja, das ist der gute Sinan. Der rechtspopulistische, transfeindliche. Ja, ich meine, ihr kennt ihn alle. Ey. Also diese Walkisten, die sind wirklich komplett unten durch. Ihr habt sie nochmal gesehen, Sinans Woche und davor Persia X haben die Lügen dieser Bubble wirklich wunderbar entlarvt. Was Beatrix von Storch da gesagt hat, war offensichtlich nicht transfeindlich, sondern nur unhöflich. Was natürlich nicht gut ist. Also ich würde Tessa Ganserer trotzdem weiter Tessa nennen. Habe ich auch immer gemacht. Aber man sollte halt nicht Leute als transfeindlich verleumden, die es schlicht und ergreifend nicht sind.